Schnitzel-Euler, Kebab-Euler. Was? Mayonnaise-Euler. Warm-Euler vom Guido. Ist es dann eigentlich das letzte? Ich hab schon mal gefragt. Nee, war's, aber jetzt hab ich ja. Ja, gut. Ich hab eine dazugetan, aber die wird dann eher haben einfach. Ja, vermutlich. Fahrer neuer 100. So gut. Ha, wie geht denn das? Die neue, die eine getan hat, der Bitmap Set ID, die davor ist von den anderen. Das ist komplett awkward. Wie Mofi andere Leute zu einem anderen Team? Jetzt hat Eis zuerst noch genommen. Oder ich muss es rauskicken? MP, Move, Eis, also halt seinen Namen und dann Slot. Ich glaube, du kannst. Ich kann ein bisschen change Team oder so haben. Ah, okay, na, mit Moven geht's. Gut. So, muss noch mal Lady dann dazu kommen, dann passt das. Ja, ich muss noch kurz schiffen gehen gleich. Was? Erstmal Hangover, das Tournament spielen, jawohl. Naja, richtig Hangover ist das ja nicht. Sagen wir mal, bis damals so gewesen ist. Ich schütt mir eh schon an Energy Drink eine. Sex ist Style. Ha? Hype? Fragezeichen? Hype? Rufzeichen? Oh ja, voran. Also jetzt in Kürze, Karma, verloren, aka ID, gegen Eis, aka 12-jähriges Kind. 14, oder war? Ah, 12. Oh mein Gott! Oh boy. Ha? 14 ist ein Fake, Alter, hat er gesagt. Ah, okay, gut. Damit der legal ist in Chip. Geh mal bitte an. Ich bin schon mal im Geschäft und be right back. Ja. Geh mal da bitte gerade am Anne sein CSGO-Pending einhauen, 13 ist legal in Japan. Oh mein Gott. Alter, wie kann ich mich da herin deffen und geht das überhaupt? Ganz normal. Weiß ich gar nicht. Da ist kein, da ist links so unten, da. Links unten. Ja. Okay. Da ist er gedeffendendendendend. Gedeffendendendendend. Leider oder kommt's mir nur so vor? Ja, kann's sein. Ha? Wir sind leise anscheinend. Ah. Beide? Hallo. Na, das wird ihr sein, weil ich hab Discord leiser gedreht, weil ihr bei Multiplayer mal auf die Ohren ausgebrüllt habt. So, soll der Zerr. Ups, wieder passen. Professional Stream, Alter. So, dann kann ich. Kann ich Osa noch mal ein bisschen aufdrehen. Jedes Mal, wenn wir streamen, wird mein Setup noch scuffter, das ist echt abgefuckt. Wie geht denn das? Jetzt habe ich Discord rechts unten, leider ist es sicher, ob ich reden kann oder nicht, das ist Alter. Du willst das nicht sagen, das ist echt nicht schön. Oh mein Gott. Eine möchte ich schon sagen. Ja, warte ich. Und dann macht er von direkt an Cliff. Sehr gut, Mann. Oh mein Gott. Oh, ja, Eddie ist gerade noch mal schiffen gegangen. Sollte mal gleich kommen. Test 1, 2, 3? Ja. Achso. Sind wir da? Hallo, 1, 2, 3. Yes. Yes. Ja, aber wie gesagt, optimale Voraussetzungen für Eis, weil der Eddie ist vor ungefähr 4 Minuten aufgestanden. Ey, da ist er doch. Eigenes Match verschlafen. Kann man machen, hätte ich gesagt. Wenn man Losers gern hat, dann macht man das. Ja. Also, wäre schon. A-Punkt sollte auf jeden Fall drin sein. Ja. Oder A-Punkt zumindest. Außer er hat halt wirklich ein gutes Warm-Up. Im Warm-Up dann. Und falls er in 3 Ode, das wäre ja schon sick.
Wenn das der Eis da jetzt einfach drüber fährt, gell, dann kriegt er irgendwie so Modrechte am Server, hätte ich gesagt. Alter. Dann löscht er zwar alles, aber ist wurscht. Ey, LMAO. Dann Rose für Bump. Rose für Warm-Up. So. Warm-Up, ja. Rose für Warm-Up. Sobald der Ende wieder zurück ist. Ist er schon. Also ist er schon, okay. Müssen wir jetzt gut unterhalten, gerade auch Spaghetti und Linsen Gemüse kochen. Alter. Das gesunde Essen. Ja. Ah, gut, damit hat Eis. 42. Die Antwort fürs Universum. Ja. Ich sag ja. Es gibt gar nichts, ich wollte wohl nicht irgendein Meme dabei. Ah, Mann, Alter. Okay. Also wir sagen Eis der Warm-Up zuerst. Das wird irgendein Meme-Scheiß. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht pickt er sogar seinen eigenen Chart, wo einfach nur ins Mac. Long Not Map, lol. Ein Warm-Up. What? Will er gerade aus dem Map-Pool fürs Warm-Up picken? Ja, das ist so. Das geht nicht. Funking. Any Long Not Map. Boy. Any, okay, cool. Du musst die Victor, Map Victor, aussuchen. Shuchan oder whatever the fuck. Das ist auch nicht das exakte Ding, was jeder spielt. Den Link schicken. Ah Gott, wenn ich wüsste, wie die Map noch hast. Irgendwas Girl. Irgendwas Girl. Mermaid Girl. Oder irgendwas Maid. Irgendwas Maid. Mermaid. Ja, Mermaid. Ne, wer ist? Nicht Mermaid. Nein, nein, nein. Anders. Ah! Ah! Girl. Ja, das ist, oh mein Gott, die ist eh Loft, glaube ich. Ja. Das war's nicht, Alter. Nie Longnote-Scheiben, Alter. Jeder spielt das. So, dann schauen wir erst einmal. Ist die. Oh Gott, wie lang ist die? Oh Gott, was ist denn da? Ja, na! Genau. Die ist außen. Ja, er. Ist jetzt long. Was ist das? Ist aus dem Map-Pool. Ist im Map-Pool. Ja, gut. Das soll nicht gehen. Außer vom Map-Pool. Okay. Da hat jemand wohl nicht die Regeln durchgelesen. Komisch. Danke, Eddie. Also, Präfix, ne, Moment. Für was? Ja, ich hab gedacht, der Eddie hat das gerade im Chat erklärt. Also. Thinking. Made of Fire. Alter, was war's nicht, was jetzt Made of Fire für ein Dings hat? Osu Surge. Made of Fire, gib ihm. Nur mal so nebenbei, das ist das zweite Mal, dass Made of Fire als Warm-Up gepickt wird. Echt? Ja, Xander hat die alle gepickt. Nice. So, scheiße, was für eine Version soll ich da jetzt nehmen? Nimm die Jackhammer-Version. Fuck, von mir müssen irgendwann. Oh mein Gott. Da gibt's ja wieder 6 Maps davon. Eine ist. Made of Fire Map mit 2 Diffs, eine davon heißt Jackhammer und eine davon heißt. Ja, aber es hat da gerade 5 für 2 Auswahl. Das ist eine Standard-Map. Alter, na, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Da, Anti-Check, da haben wir sie. Ja, genau, das ist es. MP-Map. Ich kann keine Map-Links reinschicken. 335078. Ja, was? Weil das nicht kann. Ja. Ach so. Ah, okay. All also players are ready. Na dann. Wir starten. Das ist das Warm-Up. Jo. Made of Fire. Hat natürlich schon mal automatisch perfekt von mir. Einfach gute Scheiben. Tatsache. Und guter Chart. Ja. Also der Eis weiß, was er tut auf jeden Fall. Made of Fire ist einer der wenigen Picks, wo er Chance hat gegen ihn. Fuck! Ich bin ja so behindert, Alter. Schon wieder vergessen, und die Skin. Wieder die Falle Skin. Let's go! Where's the code? Where's the code? Oh mein Gott, Split war alles. Ich scheiß da. Technical Difficulty. Ja, ist eh nur Warm-Up, alles okay. Ist der Warm-Up. Die Longjack sieht man von dir. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, er stellt alle Einstellungen jedes Mal zurück. Jetzt hör ich die ganze Zeit die Hit-Sounds. Achso, okay. Oh Gott.
Warum ist das so? Oh. Ja, warum ist das so? Ach, egal. Ja? Läuft aber schon einmal ganz gut. Ja, noch ist Eddie vorhin, aber das kann schnell umgehen. Bitte. Ja. Speziell bei den Longjacks. Longjacks mistimed und dann passt das. Das Ding ist, auf 1-0 kann das Eddie, der Eddie das sogar fast noch spielen. Oh. Er hat da einen 1-2 clear drauf. Der eigentlich auch nicht so schlecht ist. Oh, shit, okay. Ja, bei Longjacks, das ist bald ein bisschen schwer hin und her mal. Eis, vielleicht noch Eis? Maybe? Ja. Das Ending ist jetzt auch ein bisschen schwerer. Ah, was geht's hier? Geht's hier leider los. No. Aber, okay. Warte, ganz gut. Ja, die 150k mehr. Ja, oh, gut, ein bisschen Unterschied, ja. So. Aber da merkt man schon auf jeden Fall, dass er nicht in Höchstform spielt. Ja. Also sein Schlafentzug, der macht sich bemerkbar. Wow, es ist sogar wieder gelimitet auf 60 FPS, cool. So. Ich hab grad Mittagessen, ich hab grad geschlafen. Das haben wir im selben Team? Ich weiß nicht, was er damit meint. Hä? Bist du in der Lobby drin nicht, oder? Die zwei im selben Team, Eisen und der Eddie. Sie waren gerade im gleichen Team anscheinend. Ah, okay. Eddie hat gerade ins andere Team gewechselt. Wie kann das überhaupt passieren? Na, Wahnsinn nicht. Das sieht ja im Chat, oder? Okay, whatever. Normalerweise nicht, weil sonst hätte das jetzt mit dem Versus Scoring auch nicht funktioniert. Vielleicht war es ein Anzeigepack oder whatever. Ja. Alright. So. Das ist ein Warm-up. Ja. Yeah. Das wird noch viel heftiger Meme-Shit wahrscheinlich. Oh shit, das ist einfach ein Lied-Intro. Oder, ja, irgendein Remix. Mit richtig viel Distortion drauf. Oh shit. Nice. Mega mäßig. Oldschool Map. Bro, Moment. Ha? Oder hast du wieder verschrieben und das ist die falsche? Ha? Was ist das? Normalerweise nicht? Ich kenn schon den Code. Ist copy-pasted eigentlich. Ja. Warum krieg ich dann jetzt Bra Moments? Hallo? Was? Okay, ich starte einfach mal. Okay. Schizotex, Vector Death. Ursprünglich vom Nova gespielt und in die Community gebracht. Mm. Mega geile Scheiben. Oh mein Gott, ja, jetzt heißt es gerade. Chart ist auch ziemlich geil eigentlich. Was? 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 Ja, ich sing gerade Sam. Was ist das? Was? Das ist mit einer Made of Fire Background, er spielt ja, was? Wie? What the fuck? Was, hey? Ja, du bist. What the fuck? Okay. Ja, ey, du kriegst nur 70% Eck angerechnet. Warum nicht? Jetzt. Ich hab ein kleines gutes Feature. Ja. Ich hab einen Kombo bekommen, da kommt der Hack und guckt her. Ich find's das super, wie bei oben links oben die Maus komplett durchdraht. Die sieht mal komplett aus. Oh mein Gott. Ich bin irgendwie mit Scroll Speed 3 oder so. Oh. Ich sieh's erst jetzt, der Eis hat gar kein Lane Background. Das ist mit Absicht, ja. Er spielt okay. Nicht gewonnen, weil er mit 100% Team spielt. Oh. Okay, Eddie ist durch. Na, es. Okay, es ist gefällt.
What the fuck? What the fuck? No, no, no. Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Okay, ich hoffe, das passiert nicht bei den anderen Sachen. So viel Angst. Oh. Schau das bitte aus. Ja, schau das mal so aus, wenn Janik der dich sagt. Warte. Schau das an Mate. Schau das an Mate of Fire. Ich starte den Tony Clan, nein? Ja, kannst einfach ja. Neu starten, die Lobby bleibt dir da. Okay, passt. Guter Background. Danke. Das ist ein Jetzt musst du die Settings halt wahrscheinlich wieder einstellen. Ja. Ja, ja, muss ich. Und eh das gemacht. Wahrscheinlich eh, ja. Eddie mit den harten Rolls, 84. Und Eis mit 22. Das ist der erste Bann mit A an Eddie. Er wird. Oha. Was wird der Eddie bannen? Tsunami? Longnuts? Schwere Frage, ehrlich gesagt. Anfang jetzt war, glaube ich. Also haben wir es selten. Vielleicht sogar Ninmint. Vielleicht sogar Purple Haze. Darf ich zählen? Jo. Die haben beide gesagt. 82. Oder 80 so. Ja, also 84 und 22. Was? Ja. Also 84, ja, passt. Ja. Ban Tsunami, okay. Schreiben wir das nur kurz auf. Okay. Das Stream ist gesponsert von Wallpaper Engine, by the way. Ja, ja. Es bedankt sich schon für den Ban. Sonst ist sich wenigstens einig. Na, die Schapnell-Map haben wir leider nicht. Oh mein Gott, kannst du bitte. Nein, ich kenne die Map wohl auch nicht, gell? Aber wir nehmen nicht den Map wohl schick. Den AMD ist er gepinnt. Jake, okay, er bannt Nirvana. Ein Klassiker. Okay. Die hauen wir mal gleich weg, da. Na dann? Okay. Er band Nirvana. Ja, hab ich schon. Da wird sich der Pick Moongate, okay. Ja, Pick Moongate, ja. Dann schreibe ich das noch kurz dazu. Der Jumpstream Club am Start. Muss man überall erstmal dazu schreiben, ob das schon irgendeiner gepickt hat damit. Ja. MP Map. Was ist das dort? 2, 7, 4. Ist das der richtige? Okay. Na? No. Ich bin zu blöd, um eine fucking Nummer einzugeben. Fuck my life. So, jetzt. Ich sollte einfach nur nochmal die Nummern kopieren. Ja. Ja. Hätte ich auch so gekocht eigentlich. Kannst du nicht downloaden. Kann sein, dass er. Oh ja, ich weiß schon wieso. Er muss das alte Pack auslöschen. Er hat nur die Kapplung. Die Hose ist. Passt, dann mach ich MP Invite. Technical difficulties continue. So, ja. Aber Moongate
ist eigentlich eher 50-50, weil Moongate hat 170 BPM. Das ist the most awkward BPM in all of Mania. Das ist, glaube ich, jeder einig. Ich weiß gar nicht, ob der Eddie das so gut rüberbringt. Auf 1-1 und 1-2 wird es leichter gehen für ihn, das, da bin ich mir sicher. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ungefähr aus demselben Grund wird er Kommentatore nicht picken wollen, weil 1-0 ist so awkward. Kommentatore. Spielt. Und schauen wir mal. Change to blue. Wow, 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 wow. Oh. Jetzt wieder ein Zoll. Hol der. Hol die Horse. Das ist aber super langsam. Okay. Der ist nämlich auch super groß, wer hätte es gedacht. Okay, gut. So long geht's. Gut, St. Bade. Achso, warte, dann ist Loren Flu. Jetzt. Okay, gut. Im Chat werden sie als rot und blau angezeigt, finde ich. Ja, anscheinend ist das wieder in der Lobby irgendwie anders, darum. I guess. Ich habe jetzt gerade nochmal die Teams einzeln zugewiesen. Okay. True. Oder einfach. Internet. Warte auf das Video. Hallo, Mio. Soll ich noch einmal eine andere Map kurz auswählen und dann auf die andere Zukunft wechseln? Kann es probieren. Aber normalerweise ein Click to Download steht noch, passt irgendwas in seiner Maps-Struktur nicht. So, geht's jetzt? Ach. Jade, jade. Jahre, Jahre, der See. Noch immer, lol. Restart Game. Bei mir steht, du hast die Map. Ja, muss das Spiel nicht starten. Wahrscheinlich. Das ist böse, ist im Busch. Ja. Ja, yeah, pretty much. Wir schauen uns an kaputte Map-Packs. Kaputte Map-Packs, die bei manchen Leuten gehen und bei manchen Leuten dann verlieren. Ja, aber gut. 50, guys. Passt. Okay, er startet gerade neu. Ja. Ach ja. Sonst, falls das auch nicht geht, müssen wir halt das originale Moonlight picken. Noch. Ja. Nichts dabei. Aber du musst auch das Whitey Pack overladen. Get fucked. Ey. Is that frozen? User not found. What? Was ist dieser? Okay, passt jetzt, guys. Alter, was ist da schon wieder los? Alter, du weißt gar nicht, was da ist abgegrillt. Alter, Eddie, du willst das Warm-up nicht zeigen, das war so witzig.
Was ist passiert? Wo du Mac-Tetris gestartet hast. Yo. Ist bei deinem Client einfach, du hast Made of Fire gespielt mit negativer Eck. Und jedes Mal, du wusst hast, dass du 70% Eck dazu kriegst. What the fuck? Das ist so geil. So, oh, dann machen wir da. Ich wollte das sehen, das war ein guter Chart. Eis hat gerade subscribed mit Twitch Prime. Ja, ich weiß, wollte gerade sagen. Danke für den Sub, holy shit. Sick. Jetzt hat er das Match automatisch gewonnen. Ja. Okay, gut. Funkt. Jetzt. Bro. Bro. Bro, bro, bro. Es ist noch immer Bro. Shit, kannst du die... Wir picken die Originale. Ja, kannst du die kurz aussuchen? Ich hab zwar Whitey Pack 3 überladen, aber von mir aus. Ich bin gerade dabei. Sonst noch ideal noch mal kurz. Im Chat steht sie drin. Okay. Gruppending. MP Map. So, gut, erstmal overladen. Abpack noch einen anderen. Downloading. Okay. Hey. Jetzt geht das auch nicht. Und dann holen wir noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Okay, finally. Oh Gott. Okay, MP ist A10. Let's go. Okay, finally. Was? Hat ja nicht lange gedauert. So, hoffen wir mal, dass das bei den anderen Maps dann funktioniert. Bis jetzt haben wir bei jedem Match schon irgendwie 20 Minuten Delay gehabt. Ja. Aber na gut, wir starten mit der ersten Runde. Verloren gegen Eis. Let's go. Yep. Oh mein Gott, was? Hat der Eddie wieder Made of Fire? Nee. Ich glaub, Eddie hat wieder. Ja, same. kann man Panic oder sowas machen? Jetzt spielt er weg Zettel. Das ist nimmer. Jetzt spielt er weg Zettel. Also oh mein Gott. Kann man Panic? Kann ich Panic machen? Weiß nicht, dann kickt's nach mir aus, oder? Mach Panic. Das hilft vielleicht. Hoffentlich. Na? es bringt nur was für links. MP Abort? Na, wart. Das passt eh jetzt, oder? Na, scheiße, ich hab's abgebrochen. Das Match? Ja, ich hab's jetzt gerade abgebrochen. Ja, okay. Weil, Alter, was geht da ab? So, sorry. Aber jetzt am Schluss hat's eh gepasst. Noch ein ja, jetzt hat's gepasst! Da hab ich's aber schon Ende geschrieben gehabt und dann hat er erst reloaded die Scheiße. Okay. Wir spielen die härtesten Man-Caps, das ist fast. Die Kubiers. Passt, das Match wird neu gestartet. Ist tot. Alter, jetzt hängt der beim. Jetzt hängt der Client komplett bei mir. Oh, Panic button. Alter. Das ist ja so ein Pfusch, ich schwör's da. Schau da zu den Turnic Client. Alter. Alles geht ein. Alter von euch. He's ready. Aber jetzt. Ja. Er muss ja in meinem Match sein. Da kommt jetzt echt alles zum. Er hat fast verschlafen. Jetzt kriegt er alle Technical Difficulties, die es gibt. Oh. Er will echt die Lore einbringen, so mit dem Scheiß. Oh mein Gott. So. Chat, bitte hilft uns, alle Finger verkreuzen, dass es jetzt irgendwann mal geht. Oh Mann. So, bitte, funktioniert jetzt einfach. Ja, muss der in meinem Match sein. Oh nein. Ja. Okay, es landbare, es schaut halbwegs richtig aus. Bitte. Ja. Alter, es ist dann so out of sync. Okay, Sync Music. Okay. Please.
Beim Eddie schaut es komplett falsch aus. Er schaut komplett falsch aus. Okay, Panik. So, dann startet das neu. Ja, also Eddie, sein Chart hat schon einmal gepasst. Aber na, bei mir passt es immer noch nicht. Na? Okay, jetzt passt es. Oh mein fucking Gott. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Ja, passt. So. Oh mein fucking Gott. Fucking finally, Alter. Boah. Okay. Jetzt hart, nein. Ja, das ist ja richtig scheiße close, muss man schon sagen. Ja. Yeah. Nicht so schlecht, ja. Ballen noch auf den 91% um. Ja. Den Eddie Snap wird natürlich hart, weil. Ja, ich meine, die Eckmaschine überhaupt. Ja, ist ein bisschen zart. Zach es in. Ziemlich unmöglich, insofern er nicht irgendwas heftig einmisst. Basically. Ist halt ein bisschen sehr unfaires Match, muss man sagen. Basically. Also, wir müssen auf jeden Fall 1, 2, 3 missen oder so, dann. Ja. Haben wir eine gute Chance. Bis jetzt ist Eiszeit kommen ja eigentlich eh ganz gut. Mhm. Nur einmal gemisst, glaube ich. Ein Miss hat er ja. Einige Grades kriegt, das ist ein bisschen ein Problem. Da wieder gut. Hinter die Long Notes. Ja, aber Eddie halt einfach auf den 91,97. Ja. Das ist halt schwer. Der hat seine 2 Grades und die gibt dann mehr will er nicht machen. Ja, eh. Ja, wohl. Das ist aber 5,1 Kunden. Irgendwo hat er noch eine gekriegt. Okay. Also. Aber da müssen jetzt echt die Misses kommen, sonst schaut's bitter aus. Mhm. Nichtsdestotrotz, er ist richtig gut dabei. Stimmt eigentlich, ja. Ja, und das geht an den Eddie. Ja. Alter, Eddie mit einem zerstörenden 902 in 1000. Am Schluss hat er nochmal reingeschwitzt. Oh ja. Aber ich meine, nur 7 Grades, da kann man halt ja, nichts machen. Aber er ist sehr gut mit einem einzigen Miss. Also. 7 Guts leider. Holy shit. Nicht schlecht. War nicht schlecht, ne? So, und jetzt kriegt er natürlich den Counterpick. Jo. Was er da nimmt, das ist. Liegt in den Sternen. Die Longnut Map hätte ja normalerweise gesagt, ist safe gegen Eddie. Aber sogar die vom ersten Maple hat der SS, also. Ist sogar das ein bisschen schwer. Paris ist auch ein bisschen zu langsam, dass es ein guter Counter gegen ihn ist. Tsunami ist nimmer im Pool. Mhm. Nin Mint oder Purple Haze sind, glaube ich, noch die ehesten. Ja, die waren aber eigentlich auch ein sehr guter Pick gegen ihn gewesen. Ja. Das mag er überhaupt nicht. Meine Hoffe, er pickt da jetzt nicht irgendwie Crow's Ghost oder sowas, weil das war halt. Ja, das hat er dann richtig eine spielen. Ja, die Long Note Map, was war denn das? Haben wir Dango. Den? Dango. Dango? Ja, Dango, da ist zu gut. Achso, Dango, okay, ja. Okay. Ja. MP Map. So, so. Wenn jetzt aus meinem Map kommst, wird es wahrscheinlich wieder nicht gehen, aber. Okay. Okay. Okay, okay. Hast du die Original? Ja, bin gerade dabei. Bro, warum spiele ich LOL? Erbi! Was bist du auf? Kannst du nur. Oh Mann. Oh, so hat Brett Disease. Was? Pantheri. What? Ich bin da, muss dir zuschauen. Alter, für die ganzen Fehler, was wir schon gehabt haben, das muss man sich ja freuen schauen. 1-2-1-2-7-7-7. Ja, hab ich schon. Kopier's mir jetzt einfach nur nochmal aus, ey. Ja.
Das ist gescheit. Das bin ich später für. Fortnite ist. Yes. Muss meinen nächsten Opponent stalken. Muss meinen nächsten Opponent stalken. MP starten, let's go. Und es geht dann direkt weiter. Mit der Longnote Map. Einen versuchten Counter auf Eddie anscheinend. Was definitiv nicht allzu eine schlechte Idee ist. Ich hab verloren, oh wow wow. Oh, da haut er raus. Oh oh, bei mir hat der Eddie die andere Map wieder. Die Map ist schon wieder schönes Bunge zum Sagen. Da wird der Panik-Button gespielt. Ja. Okay, es funktioniert wieder. Also das ist wieder ein typischer Fall von Abbe. All is broken beim Eddie. Ja. So, da war beide SS. Jinx nicht. Kann ich nicht, das Intro ist zu leicht. True. Nein! Pisser. Oh Mann. Musik ein bisschen lauter vielleicht. Ja, ist das bei der Musik echt ein bisschen. So. Ein bisschen chillig. Mm. Er ist jetzt KSS mehr. Eddie aber an. Oh, was, der hat ein Miss. Eddie hat es angedoppt, ja. Eddie sogar Miss. Oh ja. Mein Gott, oh mein Gott, das wird. Ramazamba, das wird interessant jetzt. Das ist das erste, wo man eine 3-0 aussieht. Das ist das erste nicht 3-0 vom Tournament. Oh mein Gott. Derweil noch Eis mit der Full Combo. Ja. Ich muss auch halten, weil vorhin dachte ich, ja, er baut da jetzt auch schon langsam. Eddie noch ein Miss. Ja, nice. Eis baut seinen guten Vorsprung auf. Holy das shit. Das ist gut, das ist gut. Meine Scheiße. Jetzt auch schon bei der 1000er-Kombo. Jetzt hast du halten. Literally, weil es Long Notes sind. Oh mein fucking Gott! 20k Vorsprung! Leg mich am Arsch, ist das geil! Let's go! Let's go! Alter! Mega mäßig! Let's go! Eddie mit viel besserem Aid, es war so close die ganze Zeit. Alter. Also, der Eis hat eigentlich, wenn Eddie nicht das zweite Mal gemisst hat, der Eis, er hätte doppelt ein Great machen dürfen, weil der Eddie mit der besseren MA gewonnen hat. Hä, Eddie hat gar kein. Ah, der hat Bats, dadurch hat er die Combo gedroppt. Ah, oh mein Gott. Halt die voll. Wow. Alter, okay, holy shit. Gut, dann Eddie. Epic. Ich habe die jemals mit Ungrade gespielt. Just LN Things. Boah. So ungefähr. Was kommt jetzt vom Eddie? Das ist eh eine gute Frage eigentlich. Hm. Cross Ghost ist glaube ich auch Purple Haze! Oh was? Er nimmt Purple Haze? Oh shit! Interessant. Naja, da brauchen wir wieder die Original. Brauchen wir die Original bitte. Kriegt er. Ja, die Original ist beim Eddie oben. Warte. Oh, okay. Aber dafür kriegt der Eddie schon mal Bonuspunkte. Wenn er da meinen Lieblingschart aus dem Nepo pickt. Fuck, jetzt bekomme ich Angst vor nächster Runde. Ja, Eddie, kannst du dich einpacken gehen da. Ja, das war ein gutes Longboard Battle auf Dango. So. Gut, und damit geht's in den Countdown. Gerade die Musik ein bisschen leiser, weil die vorige war ein bisschen laut. So. Ja, ein bisschen leiser so. Schön aus der Nase. Ich hoffe. Nice. Ich predige ja schon einmal, dass wir. Na, da sehe ich schon wieder den Links. Ja, Panic Button. Ja, gut. So, vielleicht die da von Anfang an. Jawohl, sogar mal von Anfang an. Sagen wir mal die Map, das ist unglaublich. Okay, mittlerweile sind wir schon Profis. Ja, Panic Button. Easy. So, Purple Haze. Der Handstream Chart aus dem Mapworld. Mhm. Kann man auch nicht viel was dazu sagen, nur dass es halt auch wieder die Cursed BPM von 170 hat.
und sehr burstlastig ist eigentlich. Ja. Es ist schon hier wieder mal Great Anecout. Es ist halt dann noch immer ziemlich early. Ja, stimmt. War es vielleicht schneller, wenn er mal die Scroll Speed ein bisschen höher stellt, vielleicht? Ja, oder Hitposition. Oder Hitposition. Ja, ich glaube, das ist sogar vielleicht eher die Hitposition. Ich glaube, Scroll Speed war zu viel. Ist es eigentlich ein Miss? Ja, jedoch ein Miss für Eis. Ja, jetzt ist es ein bisschen blöd. Der Miss war ein bisschen bitter. Da zeigt er dann doch die Combo ziemlich mit. 10k Score Unterschied. Oh, Eddie mit einem Miss! Entscheidend, ja. Sehr gut. Genau deswegen war ich. Die Burst Sections sind sehr tricky. Ja. Mit den Jump Series, Bart ist sehr gut gemacht. Und Eis eigentlich ziemlich close. Ja. Der hält sich echt ziemlich wacker. Aber auch hin und wieder einfach an die Grades drinnen. Ja, das ist wie gesagt das sehr early Syndrom. Ja, leider. Also der Bull ist locker so 7 MS early, wenn nicht sogar 10. Da geht die Ecke noch halt von Haus aus mehr, ja. Leider, ja. Und ein bisschen aufschiften, dann wird das eigentlich ziemlich even ausschauen, hätte ich gesagt. Ja. Weil die Ecke ist da schon jetzt 2% Unterschied. Ist ja schon ein bisschen heftig. Oh, noch ein Miss auf Edison. Oh! Holy shit! Es eventuell kann er das Eis rausbringen mit der Combo. Ah, es wird aber schwer. Jetzt. Oh, noch ein Miss für Eddie. Noch ein Miss für Eddie. Holy shit! Noch an! What? Ja, der vierte Best und hat nur immer 99%. Wie geht denn das überhaupt? Oh mein Gott! Und der mehr CPs ist der Great Sound? Ich weiß es nicht. Ja gut, aber der Punkt ist zum Safe von ihm. Fucking Ice mit der Full Combo, oder? Na, Unmiss, oder? Im Intro hat er gedroppt, glaube ich. Ja, genau, im Intro hat er Unmiss. Mit Unmiss, aber. Und 160 Oh shit. Also, das war auf jeden Fall das Offset-Meme. Oh Gott. Das wäre richtig knapp geworden, ey. Ja, holy shit. Puh. Ja, aber dann dennoch fast, ne, 80k Unterschied. Eieiei. Der Greatcount, der haut halt einer. Puh. Der wäre vielleicht sogar noch zu verkaufen, aber der Greatcount ist zu heftig. Okay. Ich brauch kochendes Wasser. Oh. Hast du das in Discord eingestellt, dass der restliche Sound leiser wird, wenn irgendwer redet? Glaub nicht, ne? Okay. Oder Erwin hat irgendwas von ihm gesagt. Ich hab das kochende Wasser verloren. Obwohl, doch, ich kenn's, glaube ich, eigentlich. Ich weiß nicht mal genau, ob ich's eingeschaut habe. Ich glaube aber nicht. Dann schauen wir noch. Yes. Kommentare, Tritre, ob ich die Typen wieder, die scheiß Franzosen-Map da, die was keiner aussprechen kann. Ja, Kommentare, adieu. Yes. Brauchen wir bitte mit Original. Ah, ein guter, Pick. Genau, ist einfach ready. Sehr gut. So. Tiebreaker vorgezeigt. Tiebreaker? Event wäre möglich. Wäre möglich. Auf 1-2 hätte ich gesagt, no way. Weil Eddie's MA auf 1-2 ist eigentlich fast ein Schlagbar. Aber auf 1-0 kennt sich's ausgehen. Es kann sein, dass wir einen Eddie missen sagen. Weil die Map einfach zu langsam ist. Damn. Okay, alle Spieler sind ready. Damit, also, Countdown. Wäre ich richtig gespannt. Wenn wir das sagen, das wäre. So das war geil. Echt viel. Black. Ja. Lol. Auf jeden Fall ein Matchpoint für Eddie. Yep. Ihm geht's um die Wurst, weil ein Tiebreaker will das sicher nicht. Ja, das denke ich schon wieder. So. Okay.
Okay, gut. Es funktioniert wieder mal halbwegs. Gut. Ja, da war ich. Und let's go mit der Quad-Check-Map. Da ist sogar Quads drin, what? Der? Die hat sogar Quads drin, ja. Oh, alles schön. Und ja, voll. Auf 80 BPM kann man machen, hätte ich gesagt. und da sehen wir das erste Grade. Auf der Seite von Eis. Ja. Das tut weh. Eddie dabei ohne Probleme. Er hat sein Gehirn ein bisschen langsamer gestellt. Ah, da ist nächste Grade. Noch ein Grade auf Eis an der Seite. Ja, das ist wieder das Early Meme. Ein paar andere dazu. Souverän, souverän. 10 zu Anzeme, höchstwahrscheinlich. Ja. Wenn er so weiterspielt, wird das sogar noch besser. Ja, das schaut hart aus. Natürlich ausschlaggebend ist auch das Ending, weil das Ending hat dann das Wii drin und der Eddie achtet ja auf den. Er hat ihn beim ersten Mal schon ein bisschen da reingespuckt in die Suppen. Okay, aber ich glaub, stuck. Oder? Wenn er so weitermacht, dann kann er den glaube ich sogar missen und gewinnt trotzdem. Ja. Also zwei sind wir doch. Sind wir doch leider auf 10k Unterschied fast. Ja, die M80 ist so gut. Ja. Das wird 901k, wenn er vollkommen hat. Leicht sogar. Ja, 997k. Holy shit. Longnot hat er ja noch. Ja, nein, das ist. Okay. Oh, Alter, das ist 10 zu 1. 10 zu 1 im L. Oh mein Gott. Ja. Da brauchen wir. Ja, das war's. Jo. Eddie gewinnt. Aber er ist sehr, sehr gut geschlagen, ne? Holy shit. Er hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Also, wenn der Typ es schafft, seine Hit-Position zu fixen, hätte er realistische Chancen gehabt, hätte ich gesagt. Ja. Damn. Na, ja, gut. Also Eddie advanced into Winners und Ice kommt ins Losers, wo er als nächstes gegen Erwin spielen darf. Und das wird schon einmal ein interessantes Match, weil die sind ungefähr beim selben Rank. Ja. Erwin natürlich rusty as fuck. Eben, wollte ich gerade sagen. Also da wird glaube ich Erwin nochmal gescheit derusten müssen, wenn er da weiterkommen will. So scheint's aus. Das heißt, da werden jetzt da eher eine. Der Offset fickt. Dann wird das erwartet hitten. Ja. Das ist viel zu langsam. Und dreht sie immer noch über den Speed drüber auf. Ja, genau, oh mein Gott. Zumindest auch 8 Grades. Ja, gut. Wart. Das heißt keine BMS-Session, keine Beat Server-Sessions mehr, sondern hast du jetzt Mania. Das ist ein bisschen anzahn, Abby. So schaut's aus. Gut. Ja, jetzt wieder Gewinner-Interview. Ey. Jetzt gibt's auch ein Interview. Wie hast du dich gefühlt, wo du das SS hast für 2 Sekunden? Ja. Ah, cool. Alter, Viech, einfach unlegendär. Legendär. Okay, na gut. Ich hab Purple Ace zum ersten Mal gespielt. Da hast du eh schon Mad Pops von mir gekriegt. Ja.